bereite jetzt einen Wolfsbarsch zu in einer Meersalzkruste. Der wird serviert auf mediterranem Gemüse und dazu einen Safranmuschelsud. Und hier haben wir schon mal einen ganzen Wolfsbarsch liegen. Der ist auch noch nicht ausgenommen, ist auch noch ungeschuppt, so wie er geangelt wurde. Und ich hoffe, dass Sascha mir noch ein bisschen an der Seite steht und mich weiterhin unterstützt hier. Sehr gern. Ja, Sascha, wir haben also einen Wolfsbarsch, den müssen wir jetzt zuerst ausnehmen. Und da ist eben die Vorgehensweise so, dass wir auch hier zunächst mal erst die Flossen abschneiden. Die sind uns nämlich ein bisschen im Weg beim Zubereiten. Dann auch hier diese. Was sind denn Tabus beim Ausnehmen vom Fisch? Naja, also die Eingeweide müssen raus. Schön oder es ist angenehm, den auszunehmen, wenn der Fisch ganz frisch ist. Mhm. Je älter so ein Fisch ist, wenn man den dann rausnehmen muss, je unschöner ist das Ganze. Aber das macht dann auch nicht wirklich Spaß. Aber wenn man das jetzt sieht, was da so an Eingeweide rauskommt, das ist eigentlich noch relativ angenehm zu sehen. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier ringsum, haben wir jetzt hier die Flossen alle weggemacht, die dran sind. Mhm. Und die Schuppen bleiben aber dran, weil wenn wir den jetzt schuppen würden und dann ins Salzbett legen, dann wäre er, wenn er eine halbe Stunde drin wäre, wäre er völlig versalzen nachher. Das Salz würde sofort das Fischfleisch angreifen, Feuchtigkeit ziehen und dann wäre er total übersalzen. Und so schützt natürlich die Schuppe auf der Haut, dass das Salz nicht direkt an den Fisch rankommt. Okay. So, dann ist eigentlich die Vorgehensweise bei allen Fischen eigentlich gleich, dass man am Bauch des Fisches hat eine Öffnung, mhm, und an der entlang schneidet man und schneidet eben auf bis zu den vorderen Flossen, wo die waren. Ja. So, und dann tut man sich am allerleichtesten, wenn man einfach vielleicht so ein Krepppapier nimmt und dann die Kiemen zieht vom Fisch. Oh, das ist jetzt aber ein geübter Griff gewesen. So, und damit habe ich eigentlich mehr oder weniger das meiste eigentlich schon was rauszuholen. Ich habe raus. Und jetzt hier durch einen Eingriff hier hole ich die Eingeweide voll raus. So. Jetzt schneide ich an der Rückengräte entlang, schneide ich noch ein bisschen ein. So, jetzt wird der Fisch nochmal ausgewaschen. Und dann ist er schon so weit, dass wir ihn in Salz einpacken können. Also man kann sehen, es ist alles raus, nicht unansehnlich jetzt so. Mhm. Und so wird der Fisch jetzt im Grunde genommen dann ins Meersalz gepackt. So, und da brauchen wir eine Schüssel, eine große. Eine große Schüssel. Was brauchen wir generell dann für Utensilien? Ja, für die Salzkruste brauchen wir hier das grobe Meersalz. Mhm.